Hallo, herzlich willkommen. Ich wollte gerade zurück zum Wolkenhort vom Sigl-Hain, nachdem wir die Lyra und Hymne der Göttin gehört haben. Aber jetzt wurden wir aufgehalten von Marugo, dem Goronen. Herzlich willkommen zurück. Das ist Skyward Sword HD. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Ha! Jetzt weiß ich endlich, was es damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein. Ich bin mir da ganz sicher. Da verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Aha! Die Falter indizieren das also. Ja, und wie mache ich das? Wie kann ich jetzt lyren? Ah, mit X, gell? Ein Schickerstein. Poing! Ja, geil. Marugo, sieh an, das muss eine der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Ja, dann sprich. Wir Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie, dann boing oing. Gibt's noch was? Aha. Kann ich den einfach jetzt mal boxen? Wow. Es ist tatsächlich so, wie es in den alten Schriften beschrieben wird. Sie sprechen wirklich. Damit bin ich dem Rätsel der sprechenden Statuen ein gutes Stück näher gekommen. Nun fehlen nur noch die Wände der Göttin. Sie sollten doch irgendwo hier in der Gegend zu finden sein. Aha. Wo geht's schnell da ran? Das geht zum Sigl-Hain zurück. Tempel des Siegels Hintereingang. Von da kommen wir. Ha. Und du meinst, hier in der Nähe gibt's eine Wand der Göttin? Wahrscheinlich kommen wir erst später drauf, wenn wir dann quasi die Melodie oder weiß ich nicht, diese. Wenn wir halt mal im Wolkenhort waren, dann wird er uns die Wand zeigen. Yes, zurück ins Wolkenmeer. Sozusagen Einleitung Akt 3, 4, 5, keine Ahnung. Ja. Gehen wir direkt zur Ritterschule. Es wird sicher der Direktor sein, der was drüber weiß. Oder hier, weil ich weiß, hier gibt es Schmetterlinge. Weißt du, was ich mir da jetzt echt frage? Letztes Mal hat das leicht aufgeleuchtet. Also wenn wir hier was angeblasen haben, das hat ab einem gewissen Zeitpunkt geleuchtet. Moment, fang an. Ich glaube, es war ziemlich genau. Schau, das meinte ich. Das schaut jetzt darüber, okay. Da hinten ist ja auch noch ein. Vielleicht können wir da was machen damit. Ich lasse mich gern ablenken, ich weiß, aber das ist wichtig jetzt. Nein, aber es ist wurscht. Ich will es haben. Und ich gehe davon aus, dass wir. Oh mein Gott, hatte nicht irgendwo ein Propeller gefehlt? Hier hat doch einer. Ja, da fehlt ja. Das Teil, das ist natürlich Arsch. Das heißt, da können wir eigentlich nichts noch machen. Schade drum eigentlich. Vor allem, wo wäre der Letzte? Ja, egal. Oh, da oben ist ein Käfer. Ich sehe einen hirschigen Käfer. Und wo es hirschige Käfer gibt. Ah. Jawohl. Den kennen wir also schon.
Juhu! Ach ja, hier gibt's doch auch Schmetterlinge, sehe ich gerade. Da ist sicher ein Mythenstein. Oder auch nicht. Okay. Vergiss es. Oh. Ah, was mit dir? Bist du vermisst deinen Freund? Bardo ist nicht mehr in seinem Zimmer. Er hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten, hat alles hinter sich gelassen. Oh, wie traurig. Wieso lacht der so, wenn das so traurig ist für ihn? Ich gehe jetzt mal zum Bürgermeister, Direktor. Das wohl zwei große Flügel sein sollen. Hm, ob das vielleicht der Vogel ist? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo der Turm ist. Und da hieß es ja, man soll ein Lied erklingen lassen. Also ich glaube, wir sind da schon auf dem richtigen Weg. Das könnte passen. Ich vergesse es immer wieder, dass das nicht Sprinten ist. Aber was ist wirklich das? Was hat es mit den zwei Flügeln auf sich? Mal schauen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich einfach das Lied spiele. Und die Flügel kommen dann automatisch. In Form eines Vogels oder so. So. Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Die Hymne der Göttin. Ich stelle mich jetzt hierher und mach mal diesen hier. Okay, das war für den Arsch. Scheiße. Ha! Was ist, wenn ich hier runterspringe und meinen Vogel rufe? Dann passiert genau das, dass ich ins Wolkenmeer abtauche. Na nett.
Ah. Fliegen wir mal zur Statue der Göttin, wieso nicht? Vielleicht hilft's. Vielleicht auch nicht. Ha. Oder wir fragen Fei, vielleicht hilft sie. Nächstes Ziel. Informationen. Was bringen Informationen? Ja, ja, Umgebung, Übersicht, nichts. Ich habe keine Ahnung. Bringt es uns hier was, wenn wir hier irgendwas machen? Wir sollten doch Fei fragen. Ich denke, wir sollten sie fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich hab Flügel. Was für Flügel soll ich hinbringen? Wenn mein Vogel nicht hin will, ja, was soll ich machen? Gott, ey. Das ergibt keinen Sinn. Okay. Ja, ich habe dich gerufen. Nächstes Ziel. Bitte, danke. Zwei große Flügel auf dem Turm des Lichts ausgerichtet werden müssen. Ah! Da geht's genau um das, was ich vorher gemacht habe mit den Windrädern. Die Flügel des Windrades. Zwei müssen ausgerichtet werden. Einer ist da oben, der andere ist da unten. Ah, das hat schon alles zusammengepasst. Ich war nur wieder zu voreilig. Also bitte, der eine ist ausgerichtet. Super Sache. Kann ich dir jetzt den Propeller da abnehmen oder so? Vielleicht weiß der Reparatur Heinrich irgendwas über den zweiten Propeller. Hallo Link. Zwei Flügel? Frag den Wahrsager. Stimmt, frag den Wahrsager. Ah. Ich nun wieder. Gut. Könnte unser Schild reparieren lassen. Ich brauche Wüstengras. Hey, du hast was Neues für mich. Du siehst emsig aus, junger Freund. Vermutlich bist du fleißig auf der Suche nach Schätzen, nicht wahr? Ich kann meine Kristallkugel nach Schätzen befragen, wenn du möchtest. Sprich mich an, wenn du Interesse daran hast. Aha, nein, ich habe noch was anderes im Interesse. Ja. Ja, bitte. Tu es. Gerne. Also gut. Schicksal. Ganz deutlich. Zwei Gebäude mit sehr großen Flügeln, Windkraft bewegen, drehe beiden Gebäude Richtung des Turmes. Ja, das weiß ich ja schon alles. Ich will wissen, wo diese zweite... Ah! Genau das Wichtige ist natürlich nicht dabei. Arschblöder. So. Kommt gerade richtig, ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt den heiligen Schild erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Ja. Das ist der heilige Schild. Fast. Ähnlich. Wird seinem Namen wahrlich gerecht. Er repariert sich von selbst und widersteht sowohl Feuer als auch Elektroangriff. Ein Wunderding. Nur geht er zu meinem Bedauern sehr schnell kaputt. Das könnt ihr mit eurer Technik ganz bestimmt wieder wettmachen. Aha. Das nehme ich. Unbedingt. Ich bring's zuerst ins Eisenlager, okay. Also bringe ich mein Holzschild ins Eisenlager. Ja. Ja. Und dann schauen wir, dass wir den heiligen Schild halt so weit verbessern. Vielleicht wird er dann zum Heiliger Schild. Vielleicht wird er dann original zum Heiliger Schild. Das wäre cool. Ja, in dem Fall. Ja, dann natürlich den Holzschild weg, bitte. Wenn ich dann eh den Heiligen. Und der zerbricht so schnell, oder wie? Vielen Dank und so. Du kriegst nicht mal Geld dafür. Oh, du Armer. Hast du gesehen, wie er seinen Kopf hängen ließ? Eieieiei. Er repariert sich von selbst, bla. Mhm, okay, ja, schön. Nehme ich mit. Ah, er repariert sich von selbst. Er ist nicht sehr haltbar und zerbricht leicht. Wehrt dafür aber Feuer, Elektrizität und Flüche ab. Mein bester Kunde.
Versteuert das Item in eurer Tasche, werter Herr. Einige Items müsst ihr erst ausrüsten. Drückt hier vor. Ja, ich weiß das. Erzähl mir was Neues. Schaut schon nicht schlecht aus. Jetzt schauen wir mal, was wir brauchen, um diesen Schild zu verbessern. Ja. Vogelfedern und Finsterhalbmonde. Das schreibe ich mir jetzt aber auf. Ich bin okay, also. Vogelfeder. 2 und Finster Halbmond 1. Passt. Das kriegen wir hin. Ja. So, es hilft mir. Hey, was ist mit dir? Du willst mir was sagen? Ich habe das so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Okay. Interessant. Ob man dem gleich nachgeht? Ich weiß es nicht. Sollen wir mal dem Dämon ein bisschen Gnade bringen? Schauen wir, ob das was bringt. Wir machen jetzt ein bisschen eine... Oh, das sind gleich zwei Käfer. Wir machen jetzt ein bisschen eine Rundtour hier, hätte ich mal gesagt. Cool. Machen wir wieder Shopping-Tour, kleine. Das Problem ist halt, ich finde diesen dreckigen Propeller einfach nicht. Zumindest habe ich ihn nirgends gesehen. Oder habe ich den schon mal hier herumliegen sehen? Das kann auch sein. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Du kannst mir helfen. Du bist der Reparator. Servus, Reparator. Du hast doch tatsächlich meine kleine Cookie gefunden. Du bist so ein toller Kerl, Link. Vielen Dank. Übrigens, findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbar sitzen und mir ein Glas kalte Limonade gönnen. Aber ich muss ja diesen Schrank für meine Frau reparieren. Ach, wie mich das nervt. Ja. Hey! Ja, da sind wir jetzt. Interessierst du dich für dieses tolle Windrad hier? Ja, das tue ich tatsächlich. Indeed. Es lässt sich so ausrichten, dass es den Wind immer optimal nutzt. Naja, zumindest war das mal so. Hier fehlt ein kleiner Propeller und deshalb lässt sich das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Der Propeller ist wohl irgendwann mal nach unten gestürzt. Ah! Seitdem steht es hier leider nur nutzlos in der Gegend herum. Kein Mensch denkt daran, sich darum zu kümmern. Ich empfehle, den Windradpropeller im Erdland zu bergen, um das große Windrad bergen zu können. Was? Ob ich das Windrad reparieren kann, wenn du mir den Propeller bringst? Tja, ich könnte es mal versuchen, aber dazu brauche ich eben den Windradpropeller. Tja, und es deutet schon an, dass wir da Richtung Siegelhain müssen. Schließlich ist er nach unten in die Wolken gefallen. Da fällt mir was ein. Sprich doch mal mit Doruku aus der Werkstatt. Der hat so einen kleinen fliegenden Roboter, der seinen Ahnen gehörte. Ich habe gehört, früher soll dieser Roboter Zeug durch die Gegend transportiert haben. Geil! Geil, jetzt beleben wir den wieder. Naja, alte Geschichten von Dorukos Familie. Ich weiß ja nicht, ob da was dran ist. Ja, super. Also, jetzt eins nach dem anderen. Was wir jetzt machen, wir gehen mal schnell zum Dämon und schauen mal, was der so, ob der was für die Gnade übrig hat, die wir ihm jetzt geben werden. Das bringt mich nicht um. Das ist schon mal viel wert. Ist natürlich voll versteckt, wenn man keine Vögel hätte, die fliegen könnten, weil sonst sieht sie ja eh jeder hier. Ach, ich verstehe das nicht. Morugo. Was geht ab, Morugo? Servus. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was? Bis zu 500 Basisrubine. Aua. Aua. Bis zu 500 Basisrubine. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich Mensch zu werden.
Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Oh, ich spüre die Wärme, die von den Juwelen der Güte ausgeht. Also geht immer mehr. Nimm dies als Zeichen meines Dankes. Ah, ich kann jedes Mal herkommen anscheinend. Das ist cool. Nimm dies als mein Zeichen meines Dankes für die Mühe. Die auch. Das ist cool. Das heißt, es müsste noch einmal was gehen, oder? Ich glaube, das wird immer mit 5 Stück bemessen, gehe ich mal davon aus. Mir fehlt nur mal ein Herzteil. Noch mehr Juwelen. Aha. Jetzt gibt's nichts mehr, wie es ausschaut. Okay. Aber sehr cool. Das war ja schon wieder ergiebig. Haha. Nice. Juwelen der Gnade, der Güte, so heißt's. Ich hab's das ein bisschen verwechselt gerade. Na komm. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Ah. Jetzt haben wir übrigens auch die Hinweise, die wir brauchen, was wir zu tun haben. Jetzt werden wir noch zur Werkstatt gehen und mit XY-Werkstattmeister reden. Und der wird uns sagen, wie man den Roboter dann aufbauen kann. Der wird dann den Propeller rauftragen. Ja, genau. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich glaube, das habe ich auch noch gespielt. Also ich war anscheinend sehr weit bei dem Spiel. Hm. Aber 10 Jahre lassen die Erinnerungen halt tatsächlich schwinden. Jetzt gibt's mal einen Cut.